Hast du schon ein Lieblingsmodell? Ja, viele. Ach ja. Viele. Ich kann mich nie, das ist wie in der Damenwelt, nicht auf eine, wo du sagst, das und sonst nichts und da darf auch nichts anderes sein. Sondern aha, ich bin da sehr, wo ich sage, das ist hübsch, aber auch das ist hübsch und das sieht gut aus und so. Und alles da gibt so es so einen Oberbegriff und da fallen einige. Ich unterscheide auch sehr stark jetzt zum Beispiel, wie das mit Elektroautos ist oder was, wo ich sage, das Design ist teilweise schon sehr interessant bei Auto, einigen Elektroautos. Da wiederum jetzt Klassiker. Ich sage, das ist auch wieder ganz, ganz... Farbe. Und da unterscheide ich schon in verschiedene Gruppierungen und dementsprechend gibt es... Also es gibt wenige Autos, wo ich sage, also das geht gar nicht. Hallo, ihr zwei. Der X5 steht vorne auf der Kreuzung. Wir halt immer, wir schnacken zu viel. Ja, wir schnacken zu viel. Ja, aber wir genießen halt einfach auch die Performance-Messe und wollen euch ja mitnehmen. Das ist ja für euch, der Livestream ist ja dann auch so, für die, wo leider nicht in der Lage sind, hier selber jetzt live dabei zu sein, euch eben übermitteln, wie es denn wäre, wenn ihr hier wärt. Und darum schlendere ich einfach vor mich hin labernd. Da sind wir schon. So, und da sind wir jetzt bei dem Brighton X5 und da habe ich euch jetzt mal auf eine kleine Exkursion in den Rest mitgenommen. Und da schauen wir jetzt hin. Großes Ding. So, da ist er jetzt. Richtig, genau. So. Ich gebe dir das Mikro. So, danke. Hi. Hi. Wollen wir von hinten anfangen oder von vorne? Ist eigentlich egal. Wir können es vielleicht so machen. Selo ist dabei von H&R. Hallo. Dann starten wir kurz von der Seite, gerne, sprechen über die Felge und dann übergeben wir kurz an der Selo und dann kann er noch ein bisschen was zu Fahrwerk und Tieferlegung etc. vom Auto sagen. Das so klingt spannend. Ja, machen wir so. Okay. Dann kommt mal mit. Schön. Dann erzähl mal. So, also heute Morgen bei uns am Stand haben wir ja die neue Impressive in 22 Zoll vorgestellt. Dort war sie in Glossy Black und hier haben wir sie jetzt am Fahrzeug in 22 Zoll im neuen Farbton Light Bronze. Man sieht hier die Hinterachse, wie toll konkav die wirkt und auch die Farbe, finde ich, sehr gelungen. Ist so dieses moderne Bronze, nicht zu goldig, nicht zu shiny, aber trotzdem eben eine ganz interessante Farbe, die zu allen möglichen Autofarbe passt, also vom schwarzen, weißen, womöglich sogar grünen Auto. Eigentlich alles ganz gut. Wir haben bei dem Rad so diese typische Applikationen, diese dreieckige Teile, manche sagen die kleine Teufelsköpfe, wie auch immer die man das sagen will. Köpfchen, oh mein Gott, okay, spannend. Tolles Marketinginstrument, Devil's Head, ja ganz genau. Nicht weit von den bösen Onkels, okay. Die Felge an sich hat hier Undercut bearbeitet, seht ihr? Schön, schön, ja. Also, dass die Speicheranbindung wirklich so schmal wie möglich ist. Und trotzdem haben wir es eben geschafft, bei der Felge die schwere Achslast unterzukriegen für X5, X6 und X7. Bitte. Das finde ja ich so faszinierend mit der relativ filigranen Speiche, diese hohe Gewichtsklasse herzustellen. 1065 Kilo, oder? 1085. Ja. Also auch für X5, X7. Und ja, dann eben so filigran. Ich sehe da drin, was dahinter los ist. Also, die Presse sehen. Genau. Der Bremssattel ist voll sichtbar. Ja. Und für alle, die jetzt vielleicht schon XM bestellt haben, der neue XM von BMW hat 120er Lochkreis. Da arbeiten wir im Moment gerade am Lochkreisadapter. Das Rad hat eine ET43. Das heißt, mit einem dünnen Lochkreisadapter werden wir das hinkriegen, dass man das Rad auch auf dem XM fahren kann. Haben wir noch nicht, aber das wird in Kürze eben kommen. Kommt. Ja. Okay. Bitte alle gespannt bleiben, das ist ja unglaublich. Felge, soweit okay, dann gehen wir zum Auto oder habt ihr noch was? Bitte. Alles klar, übergebe ich an den Selo. Ja, hallo. Hi. Ich bin der Selo von H&R Spezialfedern, freue mich hier sein zu dürfen. Dankeschön an der Stelle, eine tolle Veranstaltung, muss man sagen. Den müsst ihr euch merken, H&R Selo, er ist der Mann. Er ist der Mann der Federmann. Wir versuchen es als Team. Ja, mitgebracht haben wir für die Firma Brighton und natürlich für euch den X5M als Competition, 4,4 VRB Turbo, 625 PS. Und da mussten wir natürlich auch fahrwerkstechnisch ein bisschen helfen, dass die Leistung und vor allem dieses massive Gewicht halt auch irgendwie noch kurvendynamisch und schnell bleibt. Ne? Genau. Und nicht. Jetzt habe ich noch eine Bitte an die Kamera. Machst du doch mal von der Seite eine totale, dass man wirklich das Auto sieht, wie der steht, weil das ist absolut ausgewogen. Das ist voll geil. Ein guter Einwand, absolut. Das ist jetzt nicht übertrieben tief, weil ich glaube, beim SUV auch irgendwie komisch aus. Das ist aber auch jetzt nicht hoch wie im Bus. Ja. Und vor allem von vorne zu hinten zu dem. Oh, das
hat er schön gemacht. Freut mich. Das freut mich echt gut. Ja, also man kennt es natürlich, die meisten SUVs sind immer sehr hochbeinig. Egal mit Leistung oder ohne Leistung. Aber ja, oder liegt tiefer, sonst geht's schief. Genau, ne, eine gewisse Tieferlegung, gerade weil das Auto hat ja werkseitig die adaptiven Dämpfer. Ja. Die sind auch noch voll und 100% aktiv. Ja. Wir haben ein Gewindefedernsystem dafür, heißt die Original-Federteller kommen runter, eine Höhenverstellung von uns kommt drauf mit einem Federsystem. So erreicht man eine Tieferlegung von bis zu 45 mm. Mhm. Gerade bei so einem riesen Panzer macht natürlich die Schwerpunktverlagerung nach unten auch wirklich in den Kurven extrem Sinn. Das merkt man und dann fährt so ein Auto auch mit der Leistung wirklich wie ein Auto um die Kurve und nicht wie ein LKW. Ne? Deutlich sichereres Gefühl und Tempo 300, kein Problem. Glaube ich gerne. Schaut geil aus. Aber das passt richtig gut. Vor allem die filigrane Felge vom Breiten dazu mit der Höhe. Auch die Farbkombi jetzt. Ich mag sehr gern weiße Fahrzeuge. Also das ist schon gut. War das nicht die schöne neue Felge? Die doch, absolut neue, ja, ne? Die, wo drin in Schwarz vorgestellt waren, ist ganz am Anfang. Das war die. Und da bin ich vorher gleich. Oh, gleich zwei. ich lasse der Dame den Vorzug. Ja, aber das ist echt, das ist richtig schön. Ich glaube, ich bin verliebt. Bewundert bei meinem. Ja, dann drehen wir nachher eine Runde. Durch. Ja. Bei meinem ersten Durchschlenderer heute früh. Versprochen. Und dann habe ich das schon gesehen und darum habe ich da ein paar, also ich habe da schon ein paar Sachen aufgeschnappt von ihm. Geil. Ja, sehr großes schön. Kompliment. Freut danke. Uns, wenn es euch gefällt. Ja, wie die meisten Hersteller hier, da die wieder echt gutes Zeug. Und ich nehme es dir wieder aus der Hand, weil ich gehe jetzt weiter. Ja. Wo schreiten wir? Da? So, also jetzt. Norden, Süden, Westen. Jetzt gibt es für das gesamte Team gibt's einen Break. Also wir machen jetzt eine schöpferische Pause von rund 30 Minuten. Danach geht's weiter. Wir tanken Kraft, wir entfernen uns von der Sonne. Ich werde ein Bier was schöpfen. Trinken auf jeden Fall. Ne? Und dann später geht es weiter mit dem nächsten Teil. Also viel Spaß, da steht noch einiges an. Also bisher danke an alle, die uns heute besucht haben, alle Hersteller, wo hier vor Ort waren, Interviews gegeben haben, aber das ist noch lange nicht alles. Wir haben nicht einmal die Hälfte. 30 Minuten, oder? Ist wieder so rund 30 Minuten geht es weiter. Ja, also dranbleiben. Liebe Zuschauer, geht gleich weiter. Alles Gute, schön, dass ihr bis dahin da wart. Bis später, habt Spaß und wenn ihr auch was essen geht, dann guten Appetit. Ciao. Ciao, bis später. Ciao.